Und willkommen zurück hier, meine Lieben, beim KXL Hardcore Team. Darfst du gar keinen erzählen, ne? Wenn du hier irgendeinen Fremden sagst, ne? Und was machst du so? Ja, ich nehme Hardcore Videos auf. Ja. Kommt nicht so gut. Nee. Aber du kriegst auf Anhieb gleich hier sehr viel mehr Zuschauer. Ja, das stimmt. Hardcore-Videos, eine Frau, drei Männer. Ja, siehst du, gute Idee. Ich weiß schon, wie das Video bzw. der Titel lauten wird. Oder wie ich heute bei Bound by Flame hatte, Videotitel 4 gegen Willi. Oh Gott. Die Leute klicken drauf. Oh. Wir sind hier drei Hardcore-Barbaren, wie hier. Ja. Ja, die drei Hardcore-Barbaren und der Kreuzritter der Lust. So, was kann nur aus deinem Munde kommen, ey. Oh ja. Legendary. Ach, jetzt hör doch auf. Jetzt hör doch auf zu spinnen hier. Bei mir wird's auch mal wieder Zeit. Ja, ist leider schlechter als mein gelbes Item. Zeig mal, Aquila. Oh, den würde ich nehmen, wenn du den nicht brauchst. Den würde ich. Ja. Oh, nee, dann gib Mika, Nein, nein. Nee, ich brauche nicht. Ich entscheide und ich geb's Mika. Das ist ein Kerl, der hat Bonus, das ist Schiebung. Ja und? Was willst du da geben? Das war nicht neutral, das war nicht objektiv, verdammt. Kannst du mir jetzt schon mal geben, weil dann kann ich ihn vortragen. Ja, kann ich dir auch jetzt schon geben. Hooray, danke. Ach ja, gut. Ja, also man müsste jetzt auch ein Legendary schmeißen, ne, für jeden hier. Ja, I hope so. Da wir alles Stärkeklassen sind, können wir untereinander traden wie so ein, ja, Jahrmarkt. Pass auf, dass er nicht stirbt, ne? Ach, danke. Ach ja, stimmt. Bitte. Gut, das kann man nicht oft genug sagen bei Hardcore. Ja. Kann mich jemand rissen? Das ist ja auch für ein komischer Skill. Ach, flammender Schwung. Ich wundere mich schon die ganze Zeit hier. Ah, jetzt kommt hier die... Ich habe Ewigkeiten die Grütze hier nicht mehr gesehen bei Asmodan, weil der sonst eigentlich immer schnell... Ja, aber der ist... die Grütze ist in der Mitte nicht mehr. Ja, das haben die irgendwie ein bisschen geändert. Ja, die ist nur noch am Rand. Und... Jo. Echt? Ich habe keins. Echt nicht? Nee. Ja. Habe ich das schon gemacht? Nee, kann doch gar nicht. Zuschauer, habe ich das schon gemacht? Ihr wollt mich doch verarschen. Hier, guck mal, braucht jemand das Schild? Ach, den Helm? Ich muss zurückkehren. Nö. Gut, dann wäre das auch geklärt. So, was ist jetzt? Ich biete euch nochmal was an hier, ey. Oh, geil. Sehr gut. Der ist nett. Kantin, hast du was gefunden? Ja. Ach, jetzt hör doch auf, kann nicht sein, dass sie alle was finden, nee, ich nicht. Verdammte Axt im Walde. Dafür habe ich den hier. Ah ja. Ihr braucht das Schwert jemand? Zeig mal. Nee. Ja, will ich nehmen. Ich gucke jetzt erstmal, was ich noch craften kann. So, schauen wir mal. 30, 30 habe ich. Brustschutz 36, 27 lasse ich mal. Gürtel habe ich einen gefunden. Darf ich das haben? Möchte das jemand haben, was ich gefunden habe? Nein. Nein. Ja. Dein Müll kannst du schön für dich behalten. Das ist leider Crap. Ich wollte es nicht sagen, Mika. So, jetzt brauche ich noch eine Hose hier. Wo ist eine Hose? Beinschutz. 30, 30. Ja, gucken. Vielleicht kriegen wir noch eine mit zwei Sockeln hin. Ne. Yeah, 10.000 Leben. Oh, GZ. Unbesiegbar. Direkt Torment reinballern, T6. Ja, no risk, no fun.
12.000, ich bin noch bei 9.600. Ich muss noch ein bisschen aufholen. Wenn ich nicht so eine ganze Kacke hier finden würde, ey. Mir fehlt die Mystikerin so ein bisschen. Muss ich mal so sagen. Leider ja. Ich werde schon mal mit dem Leutnant sprechen. Ja, kannst du machen. Yay, ein Prügel bekommen. Braucht jemand von euch? Guck mal. Wobei, der ist ohne Sockel. Prügel. Nee. Hast du was gegen meinen Prügel oder was? Das ist der schönste Prügel. Schöneren Prügel hast du noch nie im Leben gesehen. Ja, vor allem nicht hier in Hardcore. Ja, richtig. Auf zum vierten und letzten Akt. Ach nee, vorletzte, Entschuldigung. Kann man den Akt 5, kann man auch vor 70, ne? Ja klar, muss ja. Ja, das hatten wir heute schon die Diskussion. Und danach kann man doch theoretisch dann auch ab dann Abenteuermodus spielen, oder? Nee, oder? Gute Frage. Doch, klar, geht das, klar. Ja, klar. Na klaro. Es gab doch hier, wo der Exploit bzw. der Bug da war mit den Rifts, haben doch zig Level 1 Chars Rifts aufgemacht. Stimmt. Also muss das gehen. Jetzt war schon eine Isual hieß er hier, ne? Nee, Iskatu. Ach, ich verwechsel den immer. Isual ist der mit dem Eis. Alles klar. Der ist auch noch fies, glaube ich, hier. Ja. Der ist fies? Nein, der geht. Nein, Isual ist fies, meine. Also. Der ist harmlos hier. Wenn er mal da wäre. Wo sehen? Kurz das Einkaufen. Kommt gleich wieder. Eis kaufen. Habe ich eine tolle Frau. Hat mir gerade einen Tee gebracht. Oh. Ist das nicht lieb? Ja. Oh, ich habe mehr Erfolg. Ich auch. Oh, ich zwei. Zu Gott will, ja. Toll. Drei. Drei. Drei, ja. Funny. Endlich mal Erfolg im Leben. Ach komm. Ich muss sagen, der vierte Akt ist so der Akt, der mir eigentlich am wenigsten Spaß macht. Ja. Da ist immer so viel Rennerei einfach, ne? So stumpfes Rennen einfach. Man muss alle Maps irgendwie fünfmal durchrennen. Wo ist hin und her? Finde ich total kacke. Ich finde das später hammer nervig, wenn du hier bei diesem komischen, was weiß ich, das heißt, bist. Was meinst du? Ja, man sollte sich vorher überlegen, was man erzählen will. Meinst du, vielleicht da... Diese komischen Ebenen später. Du meinst die, wo... die ganzen Engel rumhängen und so. Ja, genau. Die Silberturmspitzen, nur wie die Eisen. Ja. Oh, Legendary! Ach, schade, nur ein Plan. Verdammte Axt. Weißt du, jetzt kriege ich hier so einen verdammten Level 30er Plan hier. Scheiße. Wobei, passen die sich im Level an? Nee, ne? Auch das ist eine gute Frage. Ja. Weil du wirst ja den Plan nicht zweimal finden. Das ist so meine Überlegung, die ich gerade habe. Und gleich mal gucken, was der Schmied sagt. Und GZ, wie auch immer das war. Ja, dankeschön. Meine Güte, wir hauen hier Schaden raus. Das ist schon ganz nett, muss man sagen, ne? Ja. Geht schon ganz gut. Ja. Boah, ich muss hier gleich mal ein Skill umballern. Ich hau da mal einen Buff für uns alle rein. So, Schwungangriff nehmen wir mal rein. Ha. Provokation? Nee, zieh ich den ganzen Scheiß an. Ach, ich lass das, mach das später.
Tötet Rakanlot. Der kann auch fies werden. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ja. Hau nur einfach alles rein, was wir haben und fertig. Ja, da liegt aber schon fast wieder hier. So. Jawohl. Und Level up. Braucht jemand von euch den Gürtel? Guckt mal. Nein. Nee, danke. Ich hätte ihn gerne. Ja gut, kannst du haben. Ah. Da. Danke. Bitte. So, diesmal gucken wir direkt hier. Den? Ah, schon mal übersprungen und dann ewig gesucht, oder was? Genau, also das ist ganz häufig, dass der einfach da ist. Ja. Direkt das erste Ding. Und du suchst die ganze Map ab und am Ende guckst du nochmal da und denkst, ach, hier ist ja noch einer. Ja. Und dann ist es da. Und tatsächlich, diesmal auch. Ja, sowas meine ich. Das frisst so viel Zeit, das glaubst du gar nicht. Da hat man Blizzard ein bisschen durchschaut, dass sie einen da ein bisschen verarschen wollen. Ja. Aber nicht mit uns. Auf alles vorbereitet hier. Oh, Jammer. Hammer, Mann. Hammer Time. It's Hammer Time. Mit Arcan. Beste Kombi. Und Illusionist. Und Illusionist. Beste Kombi. Gut. Yeah. Man hört euch auch nur weinen hier, ey. Ja. Ganzen Tag. Nur am Weinen. Voll böse, ey. Wir dringen hier in diesen, in deren Reich ein, weißt du? Töten alles und die versuchen sich nur zu wehren. Eigentlich sind wir voll die Bösen hier. Ein bisschen. Ja, stell dir mal vor, jemand bricht uns wehtun, ja. Ach, ja. Stell dir vor, jemand wäre in deinem Haus, ne, den ich kennst, der dann einfach da mal so eine Axt auf dem Rücken trägt und so. Kommen Sie näher, greifen Sie zu, hier, nehmen Sie einen Keks. Würde ich auch ausrasten. Jeder von ihnen verkörpert einen reinen Aspekt der Schöpfung. Tapferkeit, Gerechtigkeit, Hoffnung, Schicksal und Weisheit. Betretet die zweite Ebene. Ach, da oben ist sie. Ich sehe schon den Pfeil. Aber siehst du, jetzt hat sich das schon wieder angepasst an den höchsten. Jetzt sind wir nämlich auf Level 37. Genau. Ja. Ja, innerhalb von 3 Leveln. Ach, okay. Hm. Das heißt, 67er Spiele, wenn du ein 70er dabei hast, werden die automatisch auf 70 hochgezogen. Um halt dieses Durchziehen zu vermeiden. Ja. Oder ein bisschen abzuschwächen. Jetzt drückt da einer auf das scheiß Ding drauf. Alle stehen davor. Alter. Ach so, okay. Ach nee, war ein Buch drin, ne? Ihr habt ja, alle drauf gedrückt. Okay, ich nehm's zurück. Jaha, ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Überhaupt das Gegenteil. Moni, halt dich bitte geschlossen. Gacknoobs. Einmal mit Profis aber. Ah, gen. Oh, ich werde müde. Muss ich gleich noch Energy reinpfeifen, wobei ich habe morgen Frühschicht. So langweilen kraxeln. Ja, es ist okay. Ich verzeih euch. Ne, wenn ich jetzt Energy trinke, dann liege ich heute Nacht um 2 wieder im Bett und kann nicht einschlafen. Und das ist immer so ekelhaft, wenn ich frühst dann Frühschicht habe. Und ich habe letztens einmal den Fehler begangen, habe 2 Energy Drinks getrunken. Boah, das ging gar nicht. Ich lag, glaube ich, bis um 3 wach. Ich habe mich hingelegt um 12, hatte Frühschicht. Und ich glaube, bis um 3 lag ich einfach nur wach. Oh. Ja, das ist der Nachteil an diesem Energy-Drink-Konsum.
Und letzte. Ach, wieder so ein scheiß Plan, hör doch auf. Plan ein Auge. Und ich muss mal zur Stadt, ich bin voll. Mach mal. Ah, haha, da nicht bekommen. So, ganz schnell hier hin. Boah, ich will mal springen, ich bin noch so auf Barb aus. Ich kann nicht springen, verdammt, ich kann nicht. Hast du denn dein Pferd schon? Ja, müsste ich haben. Aber ich finde das nicht so gut. So, jetzt verlerne ich mal, beziehungsweise lerne schnell die Pläne. Zack, zack. Welches Level haben die denn? Ach, wird mir gar nichts angezeigt. Ja, guck. Ach ja, gut. Liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. 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 Jetzt haben alle drei Ciao gesagt. Das habe ich gehört. Tschüss.